Neue Aufnahmen, neues Glück und ja, wir sind wieder zurück bei Need for Speed World. Und wie ihr seht, unser Konto stand 653.000. Und deswegen jumpen wir erstmal ins Safehouse und reparieren unseren Karren. Und ja, in der Aufnahme werden wir uns jetzt erstmal ein neues Auto kaufen. Und zwar nicht unter Change Car. Und zwar Car Dealer. Ich habe mir jetzt selber überlegt, dass wir uns einen Nissan raus, glaube ich. Ich weiß, das klingt jetzt verdammt unprofessionell, aber ich muss sagen, ich habe jetzt auch seit einer Woche oder was es war, nicht mehr aufgenommen. Dam, da, dam, klick, 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 Glück. Ne, das war irgendeine andere Werbung. Ah, egal. So, Mitsubishi war es nicht. Es war Nissan. So, Fair Lady. War das der? Ja, genau, das war der. Das wird jetzt unser neues Fahrzeug sein, was uns hier begleiten wird. Ja. Und da würde ich sagen, purchase this car. Yes, we are sure. Okay, wir haben jetzt ein Achievement Complete Collector. Nissan Collector. Okay. Dann würde ich sagen, erstmal Customization und in den Performance Shop. Denn wir haben noch mittlerweile einiges im Inventar. Zum Beispiel, nee, warte mal, warte mal. 4413, dann kommt da definitiv die rein. So. Dann gucken wir jetzt mal durch. Engine haben wir eine drin. Induktion. Ja, dann haben wir mal die Street Force rein. Pro Transmission rein. Also was bringt denn am meisten? 113, 213, 43, 63, 638 und 4612. Okay, also ist definitiv das die beste. So, dann kommen natürlich die Rennbremsen rein. Und die Straßenreifen. So, und jetzt geht der Karren ab. Safe. So, und jetzt gehen wir mal raus aus dem Safehouse. Und jetzt schauen wir uns erstmal unseren Karren an. Was haben wir uns denn hier gegönnt? Ja, ein Nissan. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich drehe jetzt mal einfach aufs Gas. Alter! 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 Kennt die Karre noch ein Ende? Wow. Okay. Das ist mal ein verdammter Blender. Ich würde sagen, wir teleporten uns jetzt hier mal kurz auf die Autobahn. Ich will nämlich mal wissen, wie schnell der Karren geht. Ich will jetzt echt mal wissen, was kriegt der drauf so. Alter! Der rastet ja mal richtig. Und Vollgas. Boah. Also das ist jetzt schon ganz anderes Kaliber wie der Mazda. Alter. Der Mazda, der kam nicht wirklich über 120 raus und wir sind jetzt schon bei 130. Alter. 140. Alter. 160 Miles per Hour schafft der Karren. Boah, 170. Das ist nicht mehr normal. Das ist echt nicht mehr normal. Ich würde sagen, das erste Rennen, oder? Alterlich, ey, alterlich. Boah. Also, ihr glaubt gar nicht, wie ich gerade geflasht bin, so. Weißt du, machst du so, es passiert gar nichts. So, und das war jetzt ein Audiospur war ganz schon. Gott. Das war jetzt ein Audiospur wahrscheinlich total verkackt. Mir kein Fahrer, leck mich. Jetzt holen wir uns nämlich erstmal die Achievements. So. Und ein Lowering Kit. Alter. Hoho, ihr gebt's mir jetzt heute aber wieder. Jetzt kriegen wir eine fette Engine. Hätte ich das vorher gewusst, hey, hätte ich das vorher gewusst. Also, was haben wir denn jetzt? Hier, Welcome to Palma und Sprint. Alterliche. Ja, ich kann denn jetzt gerade ein bisschen wenig Fahrer finden, weil es ist jetzt, keine Ahnung, nicht mal 2:30. Aber ich bin gerade jetzt heimgekommen, freitags, und ja, dachte mir, jetzt komm, jetzt nimm schon eine Runde Need for Speed auf. Ja, natürlich. Ah, perfekt, John. Gegen was fahren wir jetzt hier? So Fair Lady. Also.
fahren hier gegen Skylines. Das ist unfassbar, oder? Alle mit C-Karren und ich komme dann mit B an. Ich glaube, ich habe es irgendwie übertrieben. Kann das sein? Kann das sein? Habe ich auf den eigentlich schon Skillmods drauf? Nee. Müsste ich mal machen. Alter, die hier, wie der Karren jetzt abgeht. Ich glaube, ich verkacke die Rennen jetzt total, weil ich glaube, ich komme darauf jetzt überhaupt nicht klar, was wie jetzt die Karre abgeht. Und da schießt er weg, hey. Was ist das denn, Alter? Ich glaube, es... Alter! Wie geil ist das einfach nur? Wie geil ist das eigentlich, hey? Wie geil ist das denn? Natürlich! Alle in mich rein! Ich sag ja, die ersten Rennen verkacken wir. Weil ich mit der Karre erstmal klarkommen muss, was ich gerade irgendwie nicht tue. Warte, ist das gerade wirklich passiert? Ist das gerade wirklich passiert? Ja. So viel zum Thema, wie geil ist das denn? Das Problem ist nämlich, jetzt hast du den Hass aller Fahrer, weil du einfach die bessere Karre hast. Aber naja, gut, wenigstens der letzte fährt hier jetzt auch nicht so geil. Das heißt, wir können uns da jetzt mal hier schön ran saugen. Mit unserem Fair Lady. Boah, mit was einem Tempo wir hier durch die Stadt ziehen. Das ist doch nicht mehr normal. Tschüss. Die Abkürzung haben wir zum Glück gesehen. Boah, jetzt haben wir den auch noch überholt. Oh, scheiße, der. So, immerhin. Naja, Vierter. Ist es nicht der Wahnsinn, vor allen Dingen nicht für die beste Karre. Aber irgendwie glaube ich, die hatten sowieso ein bisschen auf uns abgesehen. Naja, egal. Shield mal 3. Keine Ahnung, was das heißt. Aber gegen die Spinner fahre ich jetzt nicht nochmal. Was fahren wir jetzt? Fährt das einer? So ein Spinner, oder? Boah, wie sich das anhört. Heftig. Also der Karren ist jetzt wirklich heftig, also... Das ist der Burner, Robert. Das ist der Burner. Ich kann es ganz schlecht nachmachen, ich weiß. Oh scheiße, da fahre ich ja nur gegen Gleichstarke. Nein, was mache ich nur? La la la. Ja, fällt mir ja spontan ein, könnte ich ja mal gerade was erzählen. Und zwar ist es zwar jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme schon lange her und zum Zeitpunkt des Uploads vermutlich noch viel länger. Aber, Stichwort E3. Da kamen ja auch einige Rennspiele raus, aber irgendwie war das alles sehr konsolenlastig. Das fand ich ein bisschen schade. Weil, es gibt ja auch sehr, sehr viele PC-Zocker so und irgendwie... Da ich natürlich auch zu den PC-Zockern... Oh Gott, also Sprachzentrum ist heute wirklich das Epizentrum, das geht mal gar nicht klar. Und niemand fährt in unserer Klasse, Alter. Ja, also wie gesagt, das fand ich ein bisschen schade, weil es ist ja jetzt nicht so, dass es nur... Ah, Join. Alter, ich hier, wie ich das voll verpinne. Mr. Seppel gegen eine A, mit einer Viper. Gegen den C ebenfalls mit Fair Lady. Gegen den C mit Sylvia. Und gegen den M3 Sport Evolution. Oh, Mr. Seppel hier unter der Höhe mit A, weißt du? Ja, natürlich. Ich weiß natürlich auch genau, wie man es schafft, dass man sich die Gegner aussucht, gegen die man keine Chance hat. Naja, egal. BBS Master. Ah, der M3, der könnte so geil sein, wenn man den nicht so scheiße getunt hat.
Das Tuning geht in die richtige Richtung, aber die gelben Fensterfolien, boah, ne. Ich wollte gerade sagen, ich wäre jetzt garantiert eiskalt abgezogen. Oh Gott, gegen so Affen. Also ich fahre gerade einen ziemlichen Rotz zusammen heute, kann das sein? Gut, das war jetzt vielleicht ein bisschen assi gefahren. Aber muss ja irgendwie auch ein bisschen was hinkriegen. Was, das sind jetzt plötzlich nur drei Fahrer? What the fuck? Das würde ja jetzt auch relativ Kopf an Kopf rennen können sein. Na vor allem, wenn ich so einen Scheiß fahre, Mann! Der Karren ist zu gut für mich, ich sag's euch, der Karren ist einfach nur zu gut für mich. Alter, ich weiß nicht, also an den Karren muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen. Weil der liegt irgendwie ziemlich gut, so der schert nicht aus oder sonst was, sondern der bleibt einfach in seiner Spur. Das kenne ich halt von dem Mazda so nicht, ja. Der Mazda, der schob über die Vorderräder und kam im Heck und sonst was. Aber der hier, den kannst du lenken und scheuchen und der fährt einfach ganz normal in seiner Linie. Hö? Ich war gerade... Alter. Das Feld zieht sich gerade ziemlich heftig auseinander, kann das sein? Ich glaube ja. Wenn ich gerade mal nebenbei so auf die Map gucke, fällt mir auf, dass... Wow, okay. Also das war jetzt gerade richtig verkackt. Weil da kam er jetzt mit dem Heck. Also mit dem Fahrverhalten, da komme ich jetzt noch nicht ganz so gut klar. Vor allen Dingen, weil ich Vollprofi natürlich auch, weißt du. Neue Karre. Ja, tune mal erstmal voll auf, ne? Weil das muss ja so. Verkackt. Und. Hepp. Alter, ich fahre einen Scheiß zusammen. Also wenn der jetzt gewinnt, ich gönn's ihm. Weil bei dem Scheiß, den ich zusammen fahre, habe ich echt eigentlich keinen Sieg verdient. Aber mein Karren, der hüpft auch Zeug zusammen hier. Naja, egal. What the fuck? Go, 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 go. Zack, rein. Boah, der hat einen guten Vorsprung hier rausgefahren mit seiner Viper. Hä? Wer hat denn die Viper gehabt? Doch, der ist rausgegangen. Okay. 20 Zoll Räder. Kann ich eigentlich nicht viel mit anfangen. Aber dann würde ich sagen, das war's erstmal für den Part und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.